Und wenn wir über die Zukunft der Arbeit sprechen, dann möchte ich aus gegebenem Anlass auch über ein Thema reden, das erstmal nichts mit Digitalisierung zu tun hat: Zuwanderung. Dabei ist mir wichtig, nicht nur an das Herz zu appellieren, sondern auch an den Verstand. Manche glauben, Zuwanderung gefährde die Zukunftsperspektiven eines Landes. Ich bin überzeugt, das Gegenteil ist der Fall. Mehr als 800.000 Menschen in Deutschland aufzunehmen, die unsere Hilfe brauchen, ist ohne Zweifel eine Herkulesaufgabe. Aber im besten Fall kann es auch eine Grundlage für das nächste deutsche Wirtschaftswunder werden, so wie die Millionen von Gastarbeitern, die in den 50er und 60er Jahren ganz wesentlich zum Aufschwung der Bundesrepublik beigetragen haben. Viele Beispiele für gelungene Integration liefert auch das Silicon Valley. Die Vorfahren von Sergey Brin, Elon Musk oder Jerry Yang etwa sind auch nicht schon auf der Mayflower nach Amerika gesegelt. Neulich habe ich sogar gelesen, ein Viertel der wachstumsstärksten US-Unternehmen der letzten Jahre wurden von Immigranten gegründet. Das gilt auch und gerade für IT-Unternehmen. Natürlich ist nicht jeder, der heute nach Europa kommt, ein brillanter Ingenieur, Mechaniker oder Unternehmer. Sicher nicht. Aber viele sind top ausgebildet. Ich glaube, wer sein komplettes altes Leben zurücklässt, ist hoch motiviert, hier zu lernen und zu arbeiten und sich bei uns ein neues Leben aufzubauen. Genau solche Menschen suchen wir bei Mercedes und überall in unserem Land. Laut aktuellen Studien drohen in Deutschland fast 40.000 Lehrstellen unbesetzt zu bleiben. Deshalb ist mein Fazit: Wer die Vergangenheit kennt, darf Flüchtlinge nicht abweisen. Wer die Gegenwart sieht, kann sie nicht abweisen. Und wer an die Zukunft denkt, der wird sie nicht abweisen.